Ich hatte gerade jetzt eine Null zu viel gerechnet. Das ist 6. 6-stellig wäre heftig. Echt die Härte. Also so schöne Sachen, die gibt es nie mehr wieder. Ne? Die gibt es aber auch jetzt als kleines Modell zu kaufen, hier vom BMI, hier ja, von klar. aus Belgien. Ne? Ja klar. Auch jetzt mit dieser Oberfläche da, mit der Alu. Das ist Alu. Imitation. Das ist Alu. Ja, bei dem, aber bei diesem. Kleinen sedimentiert. Ne? Wie viel Kilo hat die denn? Wenn das Alu ist, keine das Ahnung. Ist ja auch nicht gerade so. Müssen wir gleich mal fragen. Alu ist ja auch nicht gerade leicht, ne? Ja, gibt verschiedene Alus. Cola-Dose ist doch leicht. Die ist aber auch total dünn. Ja, ja, der ist ja hier auch nur Beplankung. Ne? Da stecken auf jeden Fall 10 bis 15 Stunden Arbeit drin. Das war jetzt mal eine Scheiße, ich bin da mit Bohren zu laufen. Okay, da fange ich mal synchron. Die lassen die los da. Ne? Ich habe gedacht, die wären gekoppelt. Das wäre ein, wären alle drei gleichzeitig. Aber habe ich auch schon mal gesehen. Der drei Söhne als Modellflieger. Spitzen, einer der Ich mache mal einen Spielfilm, Stefan. Markus, der ist Europameister, schon mehrmals in den Museum gekommen. Ich mache jetzt 1,5 Stunden Film, der kostet Eintritt, wenn ihr den anklickt. Mach ich so, gucken Sie diesen Film langsam. Die Minute kostet nur 2,80 Euro. Wählen Sie die 0190-Nummer. Pack nicht an! Nicht anpacken. Wie viel Kubik hat denn so ein Motor? Oh, ich weiß es gar nicht, was der Typ da reingebaut hat. Hunderter oder Watt, ne? Das ist ja die, weiß nicht, 7. 8. die er davon schon gebaut hat. Ja. Aber ist irre. Wunderschönes Ding, ne? In der Luft kannst du das nachher gar nicht unterscheiden, ob das echt ist oder nicht, ne? Nee, haben wir letztes Mal in Heiligenhaus die alte fliegen lassen. Auf dem Video sieht das echt aus wie Original. Alles. Ich habe jetzt einen Scale-Hubschrauber gefilmt vom ADAC. Da hörtest du nur am Sound, dass das Elektro war. Da war keine Turbine an. Und ne? Der Elektrosound wird schon gut mittlerweile, ne? Ja, der hatte auch so Kassettenrekorder da drin, der konnte Musik machen, also der hat so ein Soundding drin gehabt, ne? Irgendwie so 22 oder so, vollgestanden. 22 Kilo? Naja, die da. Hatte nochmal irgendwie ein paar Kilo rausnehmen müssen. Ja. Bisschen Frischluft zuführen, ne? Tu das hier in YouTube rein, könnt ihr halt morgen früh gucken. Ja, gerne. Gehst du rein bei Pollen, U52, ne? Da tu ich das rein mit dem Namen.
Ich sehe überhaupt nichts auf dem Display.